Was geht, Corey hier? Und heute reden wir über Engel. Wieso gerade dieses Thema? Ich bin ja jetzt ganz viel auf TikTok unterwegs und da sind ein bisschen jüngere Christen und die sind einfach immer so interessiert an alles, was sie nicht verstehen können. Also Dämonen, Engel, geistliche Kämpfe. Denen ist nicht wichtig, wie man in den Himmel kommt, wie man Gott dient. Nein, das ist natürlich nur Spaß. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, dann fange ich mit dem Positiven an, mit den Engeln. Engel und diese geistige Welt ist ein Geheimnis. Gott hat uns ein wenig davon offenbart. Ein wenig verstehen wir, ein wenig erkennen wir, aber letztendlich verstehen wir einfach nicht so viel darüber. Und werden es wahrscheinlich hier auf dieser Erde auch nicht und müssen wir auch nicht. Aber es ist trotzdem interessant, mal herauszufinden, was die Bibel dazu sagt. Fangen wir an mit Fakt Nummer 1. Auch Engel wurden kreiert. In Kolosser 1,16 heißt es nämlich, durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares. Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Gott hat alles kreiert. Fakt Nummer 2. Engel sind Diener Gottes und haben unterschiedliche Aufgaben. Zum Beispiel sind sie dafür da, um Nachrichten von Gott an den Menschen zu bringen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, Vers 26, da heißt es, ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Gott nutzt also seine Engel, um Nachrichten weiterzugeben, um Aufträge weiterzugeben. Im 2. Samuel 24, 16 bis 17 können wir auch sehen, dass die Engel Strafen ausführen. Fakt Nummer 3. Engel haben einen freien Willen. In Offenbarung 12, 3 bis 4 hat der Engel Lucifer, den wir alle auch unter Satan kennen, gegen Gott rebelliert und verführte auch andere und wurde deshalb von Gott aus dem Himmelreich gekickt. In 2. Petrus 2, Vers 4 können wir das auch nochmal lesen. Und zwar heißt es da, dass Gott sie in den tiefsten Abgrund gestoßen hat und sie jetzt da warten müssen, bis sie gerichtet werden. Fakt Nummer 4. Engel sind geistige Wesen. Man kann Engel nicht sehen. Außer, wenn sie die Form eines Menschen annehmen oder wenn Gott uns die Gabe gibt, Engel zu sehen. Aber an sich sind sie geistig, aber du kannst sie nicht sehen. In 2. Könige 6, Vers 17 öffnete der Herr Elisas Augen, damit er erkennen kann. Wichtig für uns zu wissen ist, dass fremde Menschen manchmal auch Engel sein können und dass wir gut zu ihnen sein sollen. Wir sollen ja eh zu jedem Menschen gut sein. Und zwar steht es in Hebräer 13, Vers 2. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Das hat mich auch immer motiviert, so, am besten bin ich gut zu jeder Person, weil es könnte auch ein Engel gewesen sein. Fakt Nummer 5, bei Engeln gibt es auch eine Hierarchie. Es gibt zum Beispiel den Engel Michael, und zwar steht das in Judas 1,9, als Michael, der Erzengel, auf den Teufel trifft. Als der Teufel ihm Moses Leichnam streitig machen wollte, sagte er nur, der Herr soll dich bestrafen. Er beschimpfte und verurteilte den Teufel nicht. Ich kann voll verstehen, warum es so spannend ist, weil man sich denkt, hey, warte mal, der Teufel hat gegen Michael gekämpft oder gestritten oder wie auch immer. Und deshalb verstehe ich, wieso es so spannend ist, herauszufinden, was in dieser geistigen Welt so passiert. Fakt Nummer 6. Engel beschützen uns. Aber es ist nicht so, dass jeder einen Schutzengel hat. Nein, eine Aufgabe der Engel ist es einfach, Menschen zu beschützen. Zum Beispiel sehen wir in Daniel 6, 22 bis 23, und zwar sehen wir da in der Löwengrube, dass ein Engel den Rachen verschlossen hat. Und deshalb wurde da niemand gefressen. Oder im Psalm 91, 11 bis 12 heißt es, denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Fakt Nummer 7. Engel befinden sich in einem geistigen Kampf.
Und das ist etwas, was wir nicht ganz voll begreifen können. Und zwar in Daniel 10, Vers 12 bis 13. Da hat Daniel gefastet und zu Gott gebetet. Und dann kam ein Engel und sagt, hey, sorry, dass ich so spät bin, aber ich wurde aufgehalten. Und zwar heißt es, aber der Engelfürst des Persischen Reichs stellt sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Also wir sehen hier auch schon, die Engel sind in einem Konflikt. Und irgendwas macht sie und kann sie auch aufhalten. Und sehr interessante Stelle. Fakt Nummer 8. Engel freuen sich bei jeder Bekehrung. In Lukas 15, Vers 10 heißt es, wenn ein Sünder sich zu Gott umkehrt, freuen sich auch die Engel im Himmel. Und ich kann es mir voll gut vorstellen, weil so wie wir uns freuen, wenn wir jemanden sehen, der sich zum Beispiel gerade taufen lässt, noch viel mehr kann ich mir vorstellen, dass Engel sich im Himmel darüber freuen. Denn sie verstehen wirklich, was gerade passiert ist. Fakt Nummer 9, auch wieder eine Sache, die ich nicht komplett verstehe und begreife. Aber Paulus sagt, irgendwann werden wir die Engel richten. Und zwar im 1. Korinther 6, Vers 1, da streiten sich gerade Leute in der Gemeinde und gehen dann vor Gericht. Und Paulus denkt sich nur, wie könnt ihr euch hier schon nicht einig sein? Weißt du, wie könnt ihr hier nicht untereinander miteinander klarkommen? Wisst ihr nicht, dass ihr irgendwann mal die Welt und die Engel richten werdet? Und Fakt Nummer 10, auch Engel beten Gott an. Und zwar in Offenbarung 7, 11 bis 12 heißt es, alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten und die vier mächtigen Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Wir sehen schon auch diese heiligen Wesen, diese Engel, sie beten Gott an, denn nichts ist so heilig wie Gott. Und das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet irgendwas rausnehmen. Vielleicht war es auch einfach nur informativ. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren so und liken und euch zu schreiben, was ihr vielleicht noch so über Engel wisst. Bibelstellen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Corey hier. Ihr da. Alles klar.